Frau Leukefeld, die Vereinten Nationen konnten in den vergangenen Wochen rund 1400 Menschen aus der syrischen Stadt Homs evakuieren. Es wurden Hilfsleistungen wie Medikamente in die Stadt gebracht, in der aber immer noch Tausende eingeschlossen sind. Sie waren vor wenigen Tagen selbst in der Stadt und konnten sich ein Bild machen. Warum ist die Notlage in Homs anscheinend so besonders schlimm? Also die schwierige Lage betrifft vor allen Dingen die Altstadt von Homs. Das ist im Zentrum der Stadt, die sehr weitläufig ist ansonsten. Dort haben sich bewaffnete Gruppen seit ungefähr 2 Jahren verschanzt. Und die syrischen Streitkräfte haben also über ein Jahr eine Art Belagerungsring um die Altstadt von Homs gezogen, der in den letzten Monaten also noch sehr viel enger gezogen wurde, sodass halt keine Hilfsgüter in die Altstadt hineingelassen wurden. Und umgekehrt diese bewaffneten Gruppen auch die Zivilisten, die da noch gelebt haben, nicht herausgelassen haben. Es hat Verhandlungen gegeben seit Oktober vergangenen Jahres, um die Zivilisten dort aus der Altstadt herauszubringen. Die sind mehrfach gescheitert und dann letztendlich im Zuge der Genfer Verhandlungen Anfang Februar konnte man sich also einigen, dass Zivilisten herauskommen konnten und Hilfsgüter hineingebracht wurden. Man geht davon aus, dass derzeit noch etwa 2500 Menschen in der Altstadt Homs leben, davon etwa 1500 Kämpfer. Und sukzessive kommen jetzt immer noch mehr, vor allen Dingen ältere Leute, aus der Altstadt von Homs heraus. Ist denn bekannt, wohin die Evakuierten gebracht wurde? Also wie wurden diese jetzt weiter versorgt? Es gab ja insgesamt mehrere Evakuierungen über einen Zeitraum von 10 Tagen. Sie haben ja gesagt, die Zahl waren etwa 1400. Diejenigen von diesen Leuten, die irgendwo Verwandte haben in Homs, konnten dorthin gehen. Also sie konnten dort zu ihren Verwandten gehen oder sie sind in andere Stadtteile von Homs gegangen, wo also auch weitere Auffanglager sind. Diejenigen, die keine Verwandten hatten, kamen in ein Auffangzentrum Al-Andalus. Das ist auch am Rande der Altstadt von Homs. Und unter diesen Menschen, die in dieses Auffangzentrum kamen, waren also auch 550 Männer im, wie man sagt, kampffähigen Alter zwischen 16 und 55 Jahren. Diese Männer, darauf hat die Regierung und die Armee bestanden, wurden überprüft, was ihre Rolle also dort in der Altstadt gewesen ist. Und diese Männer sind also auch in das Auffangzentrum Al-Andalus gekommen. Ich bin dort gewesen und habe mit ihnen dort auch sprechen können. Sie werden dort versorgt von den Vereinten Nationen. Unter den Menschen, die dort im Al-Andalus-Zentrum sind, sind auch Kinder. Also UNICEF ist dort aktiv. Dann gibt es Freiwilligenorganisationen aus Homs selber. Ich habe zum Beispiel eine Reihe von Studenten getroffen, die also sich angeboten haben, dort mit der Bevölkerung, die in diesem Auffangzentrum jetzt angekommen ist, zu sprechen, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen. Und es gibt auch geistlichen Beistand. Also Sheikhs von Moscheen aus Homs sind dorthin gegangen, um mit den Menschen dort über ihre Sorgen zu sprechen. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, trotzdem würde mich noch mal interessieren, wie konnten Sie sich denn in der Stadt bewegen? Also sind Sie ins Gespräch gekommen mit der Zivilbevölkerung? Ja, also das war so, wir sind, ich bin da mit einem Fahrer und mit einer Übersetzerin zusammen aus Damaskus dorthin gefahren. Wir waren also mit dem Auto unterwegs und ich konnte in diesem Zentrum zum Beispiel mit allen Leuten sprechen, mit denen ich reden wollte. Also da gab es überhaupt keine Einschränkungen und die Leute waren selber auch bereit zu sprechen. Manche wollten unbedingt auch ihre Geschichte erzählen. Dann war ich an dem zentralen Uhrenplatz in Homs, wo es ja große Demonstrationen 2011 gegeben hatte. Der ist ein militärisches Sperrgebiet, denn er grenzt direkt an die Altstadt von Homs und da gibt es außer Militärs und Sicherheitskräften keine Zivilisten. Und ansonsten war die Zeit relativ kurz in Homs. Wir hatten dann noch ein Gespräch mit dem Gouverneur der Stadt und der Provinz
Und so war ich also zum Beispiel nicht auf Märkten oder ich war nicht an der Universität. Aber wir sind dort vorbeigefahren und es herrschte also jemals dieser Kampfzone in der Altstadt und diesem militärischen Sperrgebiet im Zentrum der Stadt herrschte eigentlich ein relativ normaler Alltag. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir an einer Stelle also Einblick hatten in das Viertel Baba Amr, wo es ja vor 2 Jahren heftige Kämpfe gegeben hat. Das ist abgesperrt, das ist menschenleer, kein einziges Fahrzeug fährt da herum, die Häuser sind weiter zerstört, also das ist nicht einfach verlassen da. Also wenn Sie sagen, das ist ein fast normaler Alltag, wie kann man sich das vorstellen? Also wie sieht der Alltag in Homs aus? Also ich konnte halt beobachten, wie Frauen mit ihren Kindern über die Straße gegangen sind, die waren einkaufen. Junge Leute sind an der Universität, die Geschäfte haben geöffnet. Es ist ein relativ dichter Verkehr. Der Bahnhof ist allerdings geschlossen. Da gab es ja Bahnverbindungen in Syrien, aber es gab mehrere Anschläge auf die Zugverbindungen und da wurde der Zugverkehr eingestellt. Und es ist so, dass also seitdem die Verbindung, die Straßenverbindung zwischen Homs und Damaskus, die Autobahn wieder frei ist, fahren also auch, werden ganz normale Lieferungen, Güterlieferungen dort auch hingebracht, sodass also Stück für Stück der Alltag dort auch weitergeht. Man muss allerdings sagen, es gibt ein relativ großes Viertel noch von Homs, Al-Wa'el, wo es auch ein großes Militärkrankenhaus gibt. Dort war ich auch vor 2 Jahren und berichtet. Dieser Stadtteil befindet sich auch unter Kontrolle von bewaffneten Gruppen. Die staatlichen Kräfte haben sich dort weitgehend zurückgezogen, aber der Verkehr, also zwischen diesem kontrollierten Viertel und dem Rest der Stadt, ist möglich, zumindest für Menschen, die dort wohnen oder die dort Verwandte haben. Ich selber wollte dort auch hin, aber man hat mir gesagt, das ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Ist denn genaueres bekannt über die Rebellen, die sich dort verschanzt haben oder die dort eingekesselt sind? Welcher Gruppierung gehören die an? Also ich hatte ein längeres Interview mit dem Gouverneur von Homs und habe ihn dazu auch gefragt. Und er hat gesagt, nach ihren Erkenntnissen befinden sich dort mindestens 6 verschiedene bewaffnete Gruppierungen in der Altstadt von Homs. Eine dieser Gruppierungen ist die Nusra-Front, die immer wieder Vereinbarungen, die es zuvor schon gegeben hatte, zum Beispiel im Dezember und auch Anfang Januar, durch bewaffnete Aktionen zerstört hat oder Vereinbarungen auch verhindert hat. Die anderen Gruppierungen sind im Wesentlichen alle islamischer Natur, also folgen auch einem religiösen Konzept. Zumindest 3 dieser Gruppen haben offensichtlich auch Verbindungen zu der nationalen Koalition, die ja der Opposition bei den Genfer Gesprächen eingenommen hatte. Während der Gespräche hat also diese nationale Koalition offensichtlich Einfluss auf die bewaffneten Gruppen innerhalb der Stadt genommen, um eben halt die Evakuierung von Zivilisten auch zu ermöglichen. Und interessant ist natürlich, dass so viele junge Männer dort herausgekommen sind und die Möglichkeit der Evakuierung in Anspruch genommen haben, die teilweise durchaus auch mit den bewaffneten Gruppen zusammengearbeitet haben oder auch Waffen getragen haben, wie mir junge Männer selber erzählt haben, die aber schockiert waren über die Art und Weise, wie diese Gruppierungen dort aufgetreten sind und mit den Menschen umgegangen sind und die also diese Gelegenheit wahrgenommen haben, um dort aus der Altstadt herauszukommen. Homs war ja schon 2011 der Ausgangsort des Konfliktes in Syrien. Warum haben sich die Kämpfe dort konzentriert? Also Homs hat insofern einen ganz besonderen Namen. Manche Leute nennen Homs ja auch die Hauptstadt der syrischen Revolution. Dort hat es sehr, sehr große Demonstrationen gegeben, vor allen Dingen im April 2011.
Dieser Uhrenplatz, von dem ich gerade erzählt habe, der war damals also voll mit Menschen. Auf jeden Fall ist die Lage eskaliert und dann kam es halt dazu, dass bewaffnete Gruppen, die offensichtlich in Homs waren, also dieses Stadtviertel Baba Amma eingenommen haben und sich dort ja, also eine eigene Region praktisch ins Leben gerufen haben oder das versucht haben. Homs liegt sehr nah an der libanesischen Grenze und sowohl Waffen als auch Kämpfer, als übrigens auch Journalisten, sind über diese Grenze aus dem Libanon nach Homs gekommen. Das sind nur knappe 20 Kilometer, die also da überwunden werden müssen. Und dadurch hat also diese Stadt auch eine besondere Medienaufmerksamkeit bekommen. Und diese bewaffneten Gruppen haben sich also dort ganz stark vervielfacht. Also wie gesagt, das hat mit der Nähe auch zu Libanon zu tun. Und es hat auch eine strategische Bedeutung. Homs ist die größte Industriestadt, also die größte Raffinerie des Landes befindet sich in Homs. Also wer immer versucht hat, hier in Syrien einen Sturz der aktuellen Regierung herbeizuführen durch einen bewaffneten Aufstand, der musste im Grunde Homs als Ziel haben, weil es sozusagen im Zentrum des Landes liegt, weil es eine strategische Bedeutung hat, um halt von dort aus sozusagen die bewaffneten Kämpfe dann auch fortzuführen. Sie haben es ja gerade selbst gesagt, Homs war sehr stark im Fokus auch eines Medieninteresses und Homs war auch im Fokus der Genfer Friedensgespräche. Es war eigentlich das einzige Ergebnis, das die Genfer Friedensgespräche hervorgebracht haben. Wie groß ist denn die Aussicht, dass auch anderen Menschen Hilfsgütern gebracht werden? Also immerhin sind ja nach Schätzungen der Vereinten Nationen fast 250.000 Menschen in solchen Hungerenklaven wie Homs auch eine ist eingesperrt. Ja, also man spricht von, ich glaube, insgesamt 45 solchen Gebieten im ganzen Land, wobei es so ist, dass einerseits Gebiete von der syrischen Armee eingekesselt sind, weil sich bewaffnete Gruppen darin befinden, die nicht bereit sind, eine Art Waffenstillstand zu schließen. Es gibt aber auch Gebiete, die von den bewaffneten Kräften und bewaffneten Gruppen eingekesselt sind, wo die Zivilbevölkerung ebenfalls keinen Zugang zu Hilfsgütern hat. Im Norden des Landes ist es also besonders extrem, in der Provinz Aleppo, in der Provinz Hasakeh und in Deresor und Raqqa. Sind also insbesondere islamistische Gruppen sehr aktiv und verhindern die Hilfskonvois, die auf den Landweg dorthin gelangen wollen. Das Welternährungsprogramm ist dazu übergegangen, also per Flugzeug Hilfsgüter einzufliegen. Interessant ist, dass in vielen Gebieten, wo bewaffnete Gruppen eigentlich die Kontrolle haben, diese sich mit der Regierung geeinigt haben, sodass Hilfsgüter dorthin kommen, dass Schulen also geöffnet sind, dass Strom geliefert wird und die allgemeine Versorgungslage gut ist, obwohl diese Gebiete also von bewaffneten Gruppen gehalten werden. Das betrifft in der Umgebung von Homs beispielsweise die Orte Rasdan oder Safaramia oder Derfuhl, also das sind Orte, die wo vor 2 Jahren noch stark gekämpft wurde. Und da gibt es Vereinbarungen. Also diese lokalen Vereinbarungen zwischen bewaffneten Kräften, die sich übrigens als Freie Syrische Armee im Allgemeinen bezeichnen, und Kräften der Regierung, ist etwas, was sich im letzten halben Jahr immer weiter verbreitet hat, auch um Damaskus herum. Also Orte wie Magdamia, Barse, Babila haben also Vereinbarungen getroffen. Die Bevölkerung konnte in den letzten 2-3 Wochen dorthin zurückkehren und sich ansehen, was aus ihren Wohnungen oder Häusern geworden ist. Und die Menschen bereiten sich darauf vor, dorthin zurückzukehren. Also es gibt eine Entwicklung vor Ort auf der lokalen Ebene, wo also vor allen Dingen durch den Druck der Zivilbevölkerung die Kämpfer gezwungen worden sind, sozusagen die Waffen ruhen zu lassen. Also ich sage jetzt mal die Kämpfer auch auf beiden Seiten, sowohl die bewaffneten Gruppen
als die Armee. Nun hört man aber, dass gerade nach dem Scheitern der Genfer Friedensverhandlungen die US-Regierung sich entschieden hat, bestimmte Rebellengruppen weiter militärisch zu unterstützen, die Unterstützung sogar noch auszuweiten. Man hört wieder, es soll eine Flugverbotszone eingerichtet werden. Auf der anderen Seite intensiviert auch Russland seine militärische Unterstützung für die Assad-Regierung. Torpediert das nicht diese positive Entwicklung, von der Sie gerade gesprochen haben? Ja, ich finde also auch interessant, dass über diese lokale Entwicklung eigentlich so gut wie gar nicht berichtet wird in den westlichen Medien. Wenn es also jetzt tatsächlich Waffenlieferungen gibt an beide Seiten und sie damit ermutigt werden, sozusagen den Krieg fortzuführen und nach einer militärischen Lösung zu suchen, wird das sicherlich diese lokalen positiven Entwicklungen torpedieren und sehr viel schwieriger machen. Besonders gefährlich finde ich eine Entwicklung in dem Gebiet, was eigentlich von den Vereinten Nationen eine Pufferzone war, und zwar entlang des besetzten Golan zu Israel. Die UN hat sich ja also dort weitgehend zurückgezogen. Und damit ist also dieses Gebiet zu einem Aufmarschgebiet für Kämpfer und Waffenlieferungen geworden, die aus Jordanien, also aus dem Norden Jordaniens, entlang dieser Pufferzone also dort eingezogen sind und von dort aus versuchen, Quneitra und dann eben halt von Quneitra aus nach Damaskus zu kommen. Es gibt ganz starke lokale Aktivitäten von Stämmen, von Geistlichen, von angesehenen Persönlichkeiten, die also mit beiden Seiten reden, um zu verhindern, dass es dort also zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Aber dieses Gebiet ist natürlich sehr sensibel, insbesondere auch, weil es direkt an Israel bzw. an die besetzten Gebiete des Golan, also von Israel besetzten Gebiete des Golan grenzt. Und auch darüber ist sehr wenig in den Medien zu hören. Aber hier in Damaskus haben viele meiner Gesprächspartner gesagt, dass sie diese Entwicklung als sehr gefährlich ansehen. Frau Leukefeld, vielen Dank für das Gespräch.